Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend. Wir sind hier mit einem Menü, weil wir mit dem Kopf sind. Oh mein Gott! So, warum greife ich zuerst die an? Die hat kein Schild. Was? Du Schlampe, jetzt wird's aber erstmal Schlammcatchen hier. Alter, das wird jetzt ein richtiger Catfight. Schlampe. Was wagst du es? Elende Nutte. Die ist hier nackt auf dem Boden. Das ist ja unfassbar, ey. So. Na, ich will speichern. Hallo. So, in dieser Burg. Aber das dürfte gar kein Problem sein. Das ist eine Bogenschützin. So. Gar kein Problem. Jetzt regeneriert sich das auch alles wieder. Ich habe keinen Schlüssel. Muss was essen. Hier, den Lachs. Oh, ein Buch. Ich denke auch, irgendwo finden wir hier noch den Schlüssel. Zum Glück. Nein, das nicht, aber... Ein Schlüssel in die Burg. Oder wir gehen einfach so in die Dalswalstag-Ruinen rein. Durch das Gewölbe. So, aber das dürfen wir irgendwie, dürften wir es hinkriegen. Komische Musik. Aber was heißt unpassend irgendwie? Klingt wie Marktplatzmusik vom Gothic. Aber gute Frames hier. Ich dachte schon, die Aufnahme wäre gestoppt. Nichts dabei, was von Wert wäre. Wo geht's hier hin? Das ist interessant. Oh! Tja. Na. Erstmal die hier. Tja! Das war wohl deine Frau oder sowas? Oh oh. Ein bisschen schon, ja. Oh, ein blauer Quarz, ein Bogen, auch wieder Pfeile, klar. Ich glaube, das gibt auch wieder satt Asche, die ich kriege, wenn ich hier raus bin. Jasmin ist... Oh. Ist das ein Kind? Das sieht aus wie ein Kind. Okay. Ja, ich denke, das ist auch der richtige Weg. Oh. Kann man den irgendwie bei Gesprächen zuhören? Oh oh. Keine gute Idee. So. Okay, hier ist zumindest nichts, aber das Problem ist, die haben natürlich alle Bögen. Das ist allerdings gar kein Problem.
Ich habe Beschwörung. Und ein Bogen. So. So, der Bogenschütze ist weg. Aber vielleicht reicht die sogar aus, die Magie. Nein. Danke, mein Schwarzbär. Ist genügend Ablenkung, um mich A an dem Straßendieb hier zu bedienen. Und B. Es ist die angreifende Alter. Enzyklopädie Arcania. Ein Täschchen mit ein paar Münzen. Noch mehr Büchern. Ich denke, das ist ein großer Teil. Oh. Ganz schlecht. Ich werde sterben. Ich werde vermutlich sterben. Ich könnte ja eigentlich mal wieder Ambrosia trinken. Magietrank auch. Ah. Eigentlich muss es nur. Hier entschaffen. So, Leute. Na. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ah, los! Oh, fuck, oh, fuck. Okay, das war zu viel. Das war es guten auf einmal. Ja, es ist zu laut. Okay, ich muss die halt einzeln angreifen. Er ist der Stärkste, glaube ich. Na wunderbar, das ist alles zu viel gerade. Weiß nicht, wie ich das genau machen will. Nein! Ach, komm schon. So. Auch nicht. Aber das mit dem Lähmungsding war schon gut. Glaube ich. Oh. Oh. Okay. So, auf den Bogen noch ein paar Schüsse hinterher.
Und aber zu lange. Außerhalb des Kampfes alles, habe ich nicht. Scheiße. Aber ich könnte es mit dem Bogen natürlich versuchen jetzt immer. Aber es wird natürlich mega aufwendig. Okay, weil ich kann immer nur diesen einen Schuss abgeben. Hat die gesagt, stirb du Socke? Na. Bisschen los. Muss ich mit Tränken machen. Das mit dem Bogen funktioniert hier nicht. So, die nächste ist tot. Bleiben die hier? Ach, das kann doch nicht sein. So. Okay, das war. Ich muss quasi den ersten immer machen. Ja, das ist immer ziemlich problematisch hier. So. Ja, nee, das bringt's alles nicht. Okay. Das Ding ist, sobald ich diesen Bogen in die Hand nehme, ne? Nicht ganz dumm. Was ist bei solchen Stäben? Nee. Nee, nee. Ist eher nicht der Fall. Ja, das ist das Problem. Wer macht den ersten Schlag, ne? So. Ja. Ihr werdet mich jetzt noch ganz oft sehen, wie ich jetzt hier laden werde. Ich muss einfach was trinken. Es funktioniert nicht anders. So.
Ich habe aber auch das Gefühl, das bringt's auch nicht. Dann mache ich doch wieder diesen Bären. Wo ist er gespawnt? Hä? Alter. Puh. Das war nicht ohne. Habe ich ja auch eine Stahlschlachtaxt. Aber Alter. Ich habe ja, ich habe volle Gesundheit, hä? Nicht mehr wie? Ach so, ja klar, weil ich mich ja geheilt habe, dachte ich jetzt auch gerade kurz. Okay. Und jetzt, der Bär! Ja. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das passt. Perfekt. So. Ultra gut. Was haben wir hier in der Notiz? Und dass ihr mir Haskars Angebetete auch ja willig und wohlgebettet haltet, tot und in einem Sack verschnürt, ist sie nur noch halb so viel wert. Solltet ihr eine auffällige Münze bei ihr finden, ist diese sofort bei mir abzugeben. Täschchen. Sie hatte doch sogar eine Münze dabei. Oh. Massive Truhe. Was haben wir denn da? Alter. Okay, hier haben wir noch ein, ja, Skelett. Ach du Verdammte. Okay. Nicht schlecht, die Falle. Was passiert hier? Ach so. Ah, okay. Ja, die Falle war ein bisschen auffällig, sage ich mal. Das Atrium. Interessant, was dann jetzt kommt. Oh, fuck, die Halle. Was zur Heiligen? Hilfe. Okay. Okay. Dann diese Bogenschützen auch noch, die sollte ich auch noch kriegen. Ei. Ach du Scheiße. Da bin ich ja mitten reingeraten. Wo irgendwas zu essen wieder. Hier noch so ein Lachs.
Alter, was? Was ist mit dem Lachs? Aha. Bärenklaue, okay, mehr Rest ist nicht so wichtig, sind notwendig und gut. Wird ein bisschen länger, weil ich will jetzt die ganze Gruft hier in eins machen. Aber es scheint mir fast zu Ende zu sein, die Gruft so. Grob betrachtet. Kemenate, wo geht's hier hin? Wahrscheinlich nur raus, ne? Das Atrium wieder, hä? Verstehe ich nicht. Ja, ich bin gerade durch die Tür gekommen. Ja. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, sorry, das war vielleicht zu viel. Okay. Dann gehe ich eher hier raus erstmal. Kemenate. Ich weiß nicht, was Kemenate sind. Okay, überall Öl verschmierte Fässer und so. Gebratenes Fleisch, ein Anschlag lesen. Ihr räudigen Nichtnutzer, legt endlich die Bücher weg, in die der gammelige Dalwalstag überall rumzufliegen hat. Sie braucht niemand. Ihr denkt mir zu viele verdammte Bastarde. Von mir aus dürft ihr sie jetzt auch verbrennen, aber hört euch auf zu bilden. Ja, da wird gleich geklatscht. Also Zustimmung ist vorhanden. Noch eine Notiz. Ihr werdet bald wieder Bericht erstatten müssen. Der letzte hätte eigentlich schon vor 3 Monaten sein sollen. Diese Holzköpfe von Strauchdieben. Ich verblöde noch unter deren Herrschaft. Die dumpfbackige Anführerin Grubu beschwert sich darüber sogar, dass seine Leute mal zu einem Buch gegriffen haben. Ich habe einige besonders gravierte Münzen und einen Kerker gefunden. Ich werde zu gern wissen, wofür die gen. Ah. Hier müssen doch irgendwo Leute sein wieder. Oh, fuck. Kann ich die Falle nicht irgendwie auslösen? Hallo? Nein, das war ein Könnenstreffer. Okay. Könntest du mal sterben, danke. Doch, das ist sogar so. Okay. Ich weiß nicht, ob das dieselben aus demselben Raum sind, aber. Ja, gut. Das hätten wir. Es wird Überlänge. Überlänge. Was ist da? Hä? Wo ist der Knopf dafür? Ah. Okay. Da geht's ins Herzland. Das will ich aber noch nicht. Magische Disziplin, Entropie und so weiter. Ist nicht derselbe Raum. Und hier will ich ja auch noch nicht raus. Oh mein Gott. Okay, ich habe nichts, das stärker ist, ne? Nein. Ist viel gereist, da habe ich ein Schild, aber das nutze ich ja eh nicht.
Alter, um 30 Punkte direkt mal erhöhen. Hoho. Brauche ich aber eigentlich nicht. Also wieder hier hin. Dann geht es ja noch in den Teil des Atriums. Okay, jetzt wird's komplizierter. Ja. Vielleicht könnte ich meine Türtaktik mal machen. Wobei muss ich gerade gar nicht. Oder? Doch, 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 doch. Wow. Laufen Sie mir hinterher? Puh. Hallo, ich bin außerhalb des Kampfes. Meine ich doch wohl. Ich mache einfach die Tötaktik. Kennt ihr vielleicht, immer wieder reingehen, angreifen, rausgehen. Das geht nur in Spielen, wo sich die Gegner nicht komplett regenerieren, wenn sie wieder außerhalb quasi des Sektors sind. Bei X geht das zum Beispiel. So, aber in manchen Spielen ist es halt, ich glaube, bei Gothic ist es, glaube ich, so, wenn man da rausgeht, sind die halt wieder auf voll. Und das ist dann natürlich immer problematisch. Na. Ja. Wow, 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 wow. Voller Einsatz, voller Einsatz. Seht ihr, und jetzt ist er nämlich tot. Ich kann mir was gönnen, irgendwie so zweimal Lachs oder so. Oh. Das ist immer das Problematische, wenn das passiert. Warum mache ich das nicht eigentlich mal mit dem Bogen? Ah! Wen habe ich angegriffen? So. Okay. Und den krieg ich, 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 den krieg ich. Raus, raus, raus! Ganz schlecht. In die Keminate, in die Keminate, in die Keminate. Nein, das funktioniert irgendwie nicht, wenn ich verfolgt werde. Um Gottes Willen. Und los. Oh. Das Problem ist, der mit dem Schild hat halt Glück. Okay, das könnte ich sogar schaffen.
Okay, das hat doch gut geklappt. Jetzt müsste es sich gleich wieder regenerieren. Ich bin eigentlich nicht mehr im Kampf. Der Lachs regeneriert jetzt gerade. Dann bin ich gleich wieder mit voller Lan. Wie stark ist mein Arkanistenfieber? Kann ich das gerade nachgucken? Irgendwo kann man das so nachgucken, glaube ich. Naja. Wenn der Effekt zu Ende ist, dann kann ich wieder durch die Tür den nächsten angreifen. So funktioniert die Türtaktik. Oder wenn meine Gesundheit voll ist, das geht auch. Ja, so, bei der Gesundheit, go. Das hat die nämlich nicht. Das ist nämlich der Unterschied hierbei, bei dieser Taktik. Die regenerieren das nämlich nicht. Und dadurch habe ich natürlich einen mega Vorteil, nicht einen geringen. Mit Gebrüll! Okay, der hat einen Magiestab. Das hätte gefährlich werden können sogar. Okay, so. Das ist nur ein Bogen, das ist doch gar nichts. Pah. Huch! Was habe ich getan? Ich habe außerdem irgendwas verbessert. Naja, wird schon richtig sein, was ich genommen habe. So. Ist hier hinter noch irgendwas? Oh, der Keller. Okay, da ist ganz viel Essen. Eine Truhe. Okay. Scheiße. Perfekt. Oh, 44 Groschen, Alter. Nicht schlecht. Hier ist auch nochmal Essen. Aber ich glaube, das bringt so gar nichts, wenn das nur eine Platte ist, ne? War ich hier schon mal? Ich glaube, ja. So. Frage ist, wo komme ich raus, wenn ich... Ach nee, da komme ich ja natürlich klar. Ja, ich weiß alles, was ich meine. So. Aber cooles Fort, coole Burg. Muss man mal einfach sagen. So. So, perfekt. Und jetzt sind wir wieder draußen und ich würde sagen, auch kein Schlüssel. Bis zur nächsten Folge und tschüss.